Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. In der letzten Folge haben wir einmal mehr festgestellt, dass Yuyas Deck einfach nur scheiße ist. Als uns Aura heißt die Gute, die hat uns den Arsch noch mehr aufgerissen als D-Clan in der Woche vorher. Und so allmählich habe ich echt die Schnauze voll davon, mit Yuyas Karten spielen zu müssen. Das ist heute zum Glück nicht der Fall. Heute werden wir definitiv ein anderes Deck benutzen. Ich habe mich immer noch nicht entschieden, welches Deck das denn nun genau sein wird. Das werde ich nämlich jetzt mit euch gemeinsam live aufgezeichnet hier in der Sendung machen. Von daher würde ich einfach mal sagen, es ist Zeit für ein Duell. Wir müssen natürlich noch gucken, welches Benutzerdeck wir benutzen. Ja, Exodia werden wir nicht benutzen. Sortieren nach. Slot. Filter. Benutzer. So, da haben wir sie. Das Anfangsbenutzerdeck ist dabei. Das fällt aber mehr oder weniger raus, weil das haben wir schon benutzt. Wir könnten einfach mal mit Das Chaos von Yami Yugi starten, aber da habe ich irgendwie gerade nicht so Lust drauf. Ich glaube, wir nehmen... Was nehmen wir denn mal? Die Feuerritter nehmen wir. Lustigerweise Aura-Karten. Wir könnten natürlich auch ihre Wahrsageprinzessin mit unserer Wahrsageprinzessin kontern, aber nö, Spiegelduell habe ich jetzt keine Lust drauf. Wir nehmen die Feuerritter. Und ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet. Ah, wir dürfen wieder aussuchen, wer anfängt. Dann lassen wir mal der Dame den Vortritt. Wir sind ja Gentlemen. Hört auf zu lachen. Und dann hoffe ich mal, dass das diesmal vielleicht ein ganz klein wenig besser läuft als in der letzten Folge. Das ist schon mal ein ganz beschissener Start, weil sie schon wieder die Vorvorbereitung der Riten benutzt. Das heißt, sie hat die Ritualzauberkarte und das Ritualmonster auf der Hand und kann das jetzt hier jederzeit aufs Spielfeld bringen. Aber anscheinend hat sie keine Monster auf der Hand gehabt, deren gemeinsame Stufe 9 oder größer ist. Deswegen sind wir in dieser Runde nochmal vor Wahrsageprinzessin Taro 3 gefeit gewesen. Die kann sich jetzt natürlich zu jeder Zeit hier blicken lassen. Da müssen wir echt aufpassen. Was für einen Effekt können wir denn jetzt schon aktivieren? Feuerritter nachladen. Zeige eine beliebige Anzahl Pendelmonster von deiner Hand vor und mische sie ins Deck. Dann ziehe Karten in Höhe der Anzahl der ins Deck gemischten Karten plus 1. Zusätzlich kannst du für den Rest dieses Spielzuges keine Karte durch Karteneffekte ziehen. Du kannst nur ein Feuerritter nachladen pro Spielzug aktivieren. Will ich das überhaupt? Stufe 2 und Stufe 7. Oh, da können wir ja ordentlich was aufs Feld bringen, würde ich mal sagen. Da können wir ordentlich was aufs Feld bringen. Eigentlich alles außer dem Feuerritter-Champion. Solange sich diese Karte in deiner... Nee, ich will den Effekt erstmal nicht benutzen. Mach erstmal weiter mit dem Zug. Alles gut. Alles gut. So, wir gucken uns erstmal unsere Karten an hier. Und zwar der Reihe nach und im Detail. Feuerritter Champion. Solange sich diese Karte in deiner Hand befindet, du kannst 3 Feuerritterkarten wählen, die du kontrollierst. Zerstöre sie und falls du dies tust, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Warum sollte ich das tun wollen? Ich meine, ich könnte ihn auch mit 2 Monstern als normale Beschwörung beschwören. Einmal pro Spielzug, du kannst ein anderes Feuerrittermonster wählen, das du kontrollierst. Gib es auf die Hand zurück. Und falls du dies tust, lege ein Monster, das dein Gegner kontrolliert, unter das Deck. Zum Beispiel die Wahrsagerprinzessin Taro 3, falls sie ihre hässliche Visage zeigen sollte hier. So, was haben wir hier? Feuerritter Kreuzzügler. Dieser impulsive Feuerritterkrieger kämpft fanatisch für seine Überzeugung. Wegen dieser brennenden Leidenschaft sind seine Kameraden stets bemüht, etwas Abstand von ihm zu halten. Pendel-Effekt. Falls du eine Feuerritterkarte in deiner anderen Pendelzone hast, du kannst beide Karten in deinen Pendelzonen zerstören und falls du dies tust,
Füge deiner Hand ein Feuermonster vom Typ Krieger von deinem Deck oder Friedhof hinzu. Okay. Ja, ich werde wahrscheinlich, werde ich den auch als eins meiner beiden Pendel benutzen hier. So. Feuerritter Kavalier. Die vielgepriesenen Waffen dieser pinkfarbenen Feuerritterin haben ihren Feinden wie ihren Verbündeten gleichermaßen viel Schaden zugefügt. Aufgrund ihrer Erfolge beschweren sich jedoch nur wenige. Pendeleffekt. Falls du eine Feuerritterkarte in deiner anderen Pendelzone hast, du kannst beide Karten in deinen Pendelzonen zerstören. Und falls du dies tust, füge deiner Hand ein Feuermonster vom Typ Krieger von deinem Deck oder Friedhof hinzu. Ich beginne zu glauben, dass das so der Standardeffekt für Feuerrittermonster ist, denn irgendein Gimmick müssen die ja haben, ne? Feuerritter Markgraf, ein hochrangiger Feuerritterkrieger. Was mir auffällt, ist, dass das alles normale Monster sind. Also eigentlich keine Monstereffekte dabei. Wenn er sich ins Getümmel stürzt, sind seine ausholenden Angriffe nicht nur bei den Gegnern, sondern auch bei seinen eigenen Truppen gefürchtet. Pendeleffekt. Falls du eine Feuerretterkarte in deiner anderen Pendelzone hast, du kannst beide Karten in deinen Pendelzonen zerstören. Und falls du dies tust, füge deiner Hand ein Feuermonster vom Typ Krieger von deinem Deck oder Friedhof hinzu. Und was haben wir hier noch? Feuerritter Templer. Ein erfahrener Feuerritterkrieger, der für die Gerechtigkeit kämpft und Korruption verabscheut. Derzeit stellt er wegen seiner absoluten Suche nach Rechtschaffenheit selbst seine eigenen Waffen in Frage. Und der Pendeleffekt ist der gleiche, den die anderen Monster auch hatten. Gut, dann würde ich sagen, Feuerritter Kreuzzügler kommt in die eine Pendelzone. Und Feuerritter Markgraf kommt in die andere Pendelzone. Dann haben wir ein Pendel von 2 bis 7. Das heißt, Level 3, 4, 5 und 6 müssten wir beschwören können. Pendelbeschwörung, auf geht's. Ja, und zwar die beiden hier, natürlich. Hui, Pendulum! Einmal Feuerritter Kavalier und einmal Feuerritter Templer in den Angriffsmodus, bitte. So, anschließend werde ich Feuerritter Champion beschwören. Und zwar als Zwei-Attributbeschwörung, natürlich. Denn das sind ja Pendelmonster, die landen ja in unserer Extrazone. Das bedeutet, dass wir die mit einer Pendelbeschwörung in der nächsten Runde dann wieder zurückrufen können. Und für jetzt haben wir erstmal unseren Champion hier liegen. Ey, das Schicksal verändert. Wenn ein Monster deines Gegners einen Angriff deklariert, wähle das angreifende Monster, annulliere den Angriff. Und falls du dies tust, ändere es in die Verteidigungsposition und es kann seine Kampfposition nicht ändern, solange es offen auf dem Spielfeld liegt. Dann bestimmt dein Gegner einen dieser Effekte. Du, der Gegner des Spielers, der diese Karte aktiviert, erhält Lebenspunkte in Höhe der Hälfte der Angriffspunkte des gewählten Ziels oder dein Gegner erhält Schaden. Nee, der Gegner erhält Schaden. Oh Mann, oh! Schiete. Ich befürchte ja, dass das bedeutet, dass wir die Wahrsagerprinzessin jetzt nicht werden aufhalten können. Ja. Genau, sie holt sich jetzt nämlich... Ich hätte jetzt das Monster geholt. Ja, es passt auch so. Okay. Scheiße. Jetzt ist nämlich genau der Fall eingetroffen, den ich unter allen Umständen verhindern wollte. Ja, mein starkes Monster befindet sich im Friedhof, ist nicht mehr einsatzbereit und sie hat wieder ihre beschissene Tarot-Reihe auf dem Spielfeld. Ich könnte kotzen. Das läuft nicht unbedingt besser als das letzte Mal. Zündphönix. Alle Feuerrittermonster auf dem Spielfeld erhalten 300 Angriffs- und Verteidigungspunkte. Einmal pro Spielzug. Du kannst eine Feuerritterkarte wählen, die du kontrollierst. Zerstöre sie und falls du dies tust, füge deiner Hand eine Feuerritterkarte von deinem Deck hinzu. So, wir machen jetzt einfach eine Pendelbeschwörung und holen uns unsere beiden Monster zurück. Weil sie hat ja ihren Effekt von Tarot 3 schon benutzt, ne?
mit dem sie die Position eines Monsters ändern kann. Und das bedeutet, wenn ich jetzt Zündphönix aktiviere, habe ich hier ein Monster, das genauso stark ist wie sie. Und das bedeutet, ich müsste die jetzt theoretisch gegeneinander rammen können. Hey, das ist Schummeln! Das hast du in diesem Spielzug schon gemacht, du blöde Schlampe! Ja, ich habe Schlampe gesagt. Das ist so gemein. Ja. Dann bist du mir halt wieder in allen Belängen überlegen, weil ich habe ja keine Chance mehr, die noch aufzuhalten da. Ich muss ja mindestens zwei Monster haben, die so stark sind wie sie, um überhaupt eine Chance zu haben, sie durch Kampf zerstören zu können. Weil ansonsten benutzt sie ihren Scheißeffekt, setzt mein Monster in den Verteidigungsmodus und ich habe verloren. Ja, pass auf, jetzt ruft das dann doch gleich nochmal. Wumm, Wahrsagerritual, sag ich doch. Ha! Macht das nicht Spaß, gegen einen absolut überlegenen Gegner zu kämpfen? Da dachte ich schon, ich hätte gute Karten, aber nein, habe ich nicht. Keine Chance. Und das Gemeine ist, dass sie ihren Effekt da beliebig benutzen kann. Jetzt hatte das Monster sogar zweimal da. Das heißt, ich bräuchte jetzt schon mal mindestens drei Monster, die stark genug sind, um sie aufzuhalten. Und sie habe ich nicht. Das heißt, ich bin am Arsch. Eigentlich kann ich dieses Duell jetzt schon beenden. Wir haben nämlich schon verloren. Wenn ich jetzt nicht irgendwas ziehe, mit dem ich sie ganz schnell loswerde hier. Ja, da haben wir wieder den Feuerritter-Champion. Och, das ist doch alles zum Kotzen hier. Eine Feuerritterkarte, wenn du sie kontrollierst. Zerstöre sie, falls du die Zuzüge deiner Hand eine Feuerritterkarte von deinem Deck hinzu. Ja, was soll das bringen? Ja, ich mache nochmal eine Pendelbeschwörung. Was soll's? Was habe ich denn zu verlieren, außer dem Duell, was sowieso schon verloren ist? Ey, diese Wahrsagerprinzessin ist so eine Scheißkarte. Ja, das ist... Das regt mich schon wieder genauso auf wie Declan. Ja, warum haben die Gegner so starke Decks? Das ist total... Ja, das ist... Sie hat ein Deck, mit dem sie in einer einzigen Runde sich sämtliche Karten auf die Hand holen kann, die sie braucht, um Tarot 3 zu rufen. Kann dann Tarot 3 beschwören, ein Monster mit immerhin 2700 Angriffspunkten. Das ist gar nicht so ohne. Und das hat dann auch noch den Effekt, mindestens einen Angriff auf sich zu verhindern. Ja, und kann die Gegner quasi... so sich so hinstellen, wie sie es gebrauchen kann, je nachdem, ob der Gegner jetzt mehr Angriffs- oder Verteidigungspunkte hat, damit sie auch ja möglichst viele Monster zerstören kann. Das ist doch einfach... Das wusste ich, dass das jetzt kommt. Das war so klar. Ich habe mit meinen zwei Monstern, die ich hier habe, habe ich null Chancen, irgendwie gegen sie vorzugehen. Oh, du fängst an zu nerven, Mädchen. Merkst du das denn nicht? Ich weiß nicht, wie wir diesen Gegner besiegen sollen. Ganz ehrlich. Das ist... Ich sag da gar nichts mehr zu. Ja, drei Runden in das Duell rein und zack, haben wir dreimal die scheiß Wahrsagerprinzessin, leck mich am Arsch auf dem Feld. So, zack. Und da ist unsere Niederlage, Leute. Einmal mehr. Ja, es ist meine letzte Chance, noch irgendwas zu ziehen, mit dem ich hier aufhalten kann. Aber ich habe ja nichts. Feuerritter, Veteran. Dieser grimmige Anführer der Leibwächter ist für Kavalier verantwortlich und gehört zu den wenigen, die sich über ihr Draufgängertum beschweren, insbesondere vor Galan, der ihn als einziger versteht. Nee, es ist schon gut. Ich nehme die Karte. So. Noch eine Pendelbeschwörung. Vielleicht können wir ja wenigstens unsere Lebenspunkte beschützen.
Kann ich genauso gut in den Angriffsmodus spielen, das ändert ja eh nichts. Ja, den können wir in den Verteidigungsmodus setzen, was soll's. Und den natürlich auch. Aber sie wird natürlich ihren Effekt benutzen, um die aufzudecken. Kannst ein verdecktes Monster auf dem Spielfeld wählen. Okay, dann sind unsere Lebenspunkte ja zumindest erstmal sicher. Einmal pro Spielzug. Ja, wenn ich jetzt die Möglichkeit hätte, mehr als einen Champion auf das Spielfeld zu bringen. Weil den Feuerritter-Champion, den sprengen sie mir ja weg. Wenn ich nicht irgendwas finde, um seine Punkte noch ein bisschen zu stärken, sprengen sie ihn mir weg. Deswegen brauche ich ihn jetzt nicht beschwören. Dann habe ich ihn nämlich verloren. Ansonsten wäre das natürlich die Möglichkeit, Taro 3 nach und nach vom Feld zu fegen. Weil sie hat ja ihre Wahrsagerituale nicht mehr, mit denen sie wieder zurückrufen könnte, wenn ich sie ihr jetzt auf die Hand oder ins Deck schicke. Ne? Aber da muss ich erstmal hinkommen. Flup. Das Gute ist, dass das Pendelmonster sind. Das bedeutet, dass die immer wieder in auf meinen Extra-Stapel kommen und ich sie dann in der nächsten Runde als Pendelbeschwörung wieder zurückrufen kann. Obwohl. Ich aktiviere einfach mal Feuerritter nachladen und schmeiße die Karte weg. Dann zurück ins Deck. Und dann ziehen wir mal zwei neue Karten. Vielleicht ist ja was dabei. Feuerritter Knappe. Vielleicht ist auch nichts dabei. Das kann natürlich auch passieren. Aber hier haben wir wieder Feuerritter nachladen. So. Und ich bin ja hartnäckig, ne? Ich will ja auch, dass mein Gegner was zu tun hat, während ich irgendwie versuche, eine Strategie zu entwickeln, wie ich hier noch gewinnen könnte. Deswegen werde ich ganz hartnäckig in jeder einzelnen beschissenen Runde meine Templer hier wieder aufs Spielfeld rufen. Ja, wenn ich Glück habe, dann ist Taro 3 wenigstens ihr stärkstes Monster und sie hat nichts, was dann noch irgendwie rüberkommt. Was bedeutet, dass meine Verteidigung erstmal steht, dank dem Feuerritter-Veteran. Und ich mir in Ruhe überlegen kann, wie ich gegen Aura vorgehen will. Und wenn alle Stricke reißen, dann werden wir auf jeden Fall den Sieg dadurch erringen, dass sie eher keine Karten mehr von ihrem Deck ziehen kann als wir. So, ich ziehe nochmal Karten. Flup, flup, flup. So, zeig doch mal her. Feuerritter Templer, Feuerritter Knapp. Was haben wir hier? Feuerritter Ausbruch. Einmal pro Spielzug während deiner Main-Phase. Du kannst bis zu drei andere Feuerritterkarten zerstören, die du kontrollierst. Und dann eine gleiche Anzahl Karten, die dein Gegner kontrolliert, auf die Hand zurückgeben. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, du kannst deiner Hand ein offenes Feuerritter-Pendelmonster von deinem Extra-Deck hinzufügen. Das wäre jetzt auf jeden Fall erstmal eine Möglichkeit, ne? In der nächsten Runde dann quasi. So, ich bringe einfach mal alle ins Spiel. Das Problem ist nur, dass wir auf diese Pfeilsyff aufpassen müssen, weil die eben die Möglichkeit hat, ihr die Ritualzauberkarten wieder zurückzugeben und dann könnte sie ihre Wahrsage Prinzessin wieder zurückrufen. Aber prinzipiell müssten die erstmal aus dem Spiel sein, wenn die aus dem Spiel sind. Und das bedeutet, dass wir in der nächsten Runde zuschlagen können. So. Aber eben erst in der nächsten Runde, weil wir ja erstmal unsere... Ich warte noch. Nee, ich warte noch. Ich will so lange wie möglich warten, damit sie die nicht gleich wieder zurückbeschwören kann, wisst ihr?
Weil ich kann ja meine Beschwörung wieder durchführen dann. So, was haben wir hier? Nochmal das gleiche. Sehr geile Sache. Das heißt, selbst wenn sie die irgendwie wieder zurückbeschwören könnte, können wir sie danach gleich wieder weghauen. Pendelbeschwörung! Natürlich nur, wenn sie jetzt nicht irgendwas hat, um unsere Fallenkarten auszukontern. Dann habe ich ein Problem. Sag ich, egal wie ich die ausspiele, weil diese Monster hier sowieso alle nicht eingesetzt werden. So, wir setzen den Effekt ein, natürlich. Und wir zerstören den Knappen. Wir zerstören den Templer. Und den anderen Templer. So, und jetzt sage ich Tschüss. Tschüss. Und Tschüss. Ja, sieht das doch schon mal ein bisschen angenehmer aus hier. Ach, das ist sogar eine dauerhafte Falle. Das ist ja richtig geil. Das ist ja richtig geil. So, und jetzt beschwören wir den. Das einzige Problem, was wir jetzt haben, ist, wenn sie ihn jetzt knacken können. Ja, wenn sie Taro 3 jetzt wieder aufrufen kann, um den Champion hier zu knacken, dann haben wir wahrscheinlich verloren, weil unsere Lebenspunkte jetzt eine Runde ungeschützt sind. Alter, du nervst. Du nervst so gewaltig, das glaubst du gar nicht. Mit deinen Scheiß-Effekten und die Monster wieder zudecken und alles. Okay, das sah doch schon mal ganz gut aus. Guten Tag, ich bin wieder da. So. Dann machen wir mal eine Pendelbeschwörung, würde ich sagen. Und zwar rufen wir jetzt zweimal Kavalier. Natürlich, so viel Angriffspower wie möglich aufs Feld jetzt. Wir gehen jetzt in die Offensive in der Hoffnung, dass wir diese Schlacht eventuell noch gewinnen können. Und hier sieht man mal, wie absolut unfair diese Pendeldecks eigentlich sind, weil die Monster immer und immer und immer wieder zurückkommen, wie in einem Pendel halt. Ist quasi fast schon unfair, ne? Obwohl, warte mal. Mach ich. Mache ich. Ich schicke den weg. Das ist, ich meine, warum sollte ich das nicht machen jetzt? Zap. Und zap. So, tschüss. Tschüss. Und tschüss. Gar nicht erst riskieren, dass da irgendwelche Flip-Effekte dabei sind, dass damit wieder irgendwelche Monster, dass die Wahrsageprinzessin zurückgerufen wird oder irgendwas. Und jetzt greifen wir an. Sie hat dann noch eine Fallenkarte. Diese allerdings nicht aktiviert. Das bedeutet, das sieht gerade richtig gut für uns aus. Das hätte ich vor ein paar Minuten noch nicht gedacht. Ich meine, ihr habt ja mitgekriegt, wie ich getobt habe. Da haben wir echt mal Glück gehabt, dass wir quasi genau die Karte gezogen haben. Jetzt, ich zeige euch gleich noch, was genau diese Karte hier bewirkt. Verbergende Schwerter. Wenn diese Karte aufgelöst wird, werden alle Monster, die dein Gegner kontrolliert hat, als diese Karte aktiviert wurde, in die verdeckte Verteidigungsposition geändert. Monster, die dein Gegner kontrolliert, können ihre Kampfpositionen nicht ändern. Zerstöre diese Karte während deiner zweiten Standby-Phase nach ihrer Aktivierung. So, was wir jetzt also quasi machen, ist als allererstes eine Pendelbeschwörung. Wir rufen uns wieder unsere drei starken Monster. Weil wir nämlich anschließend wieder den Effekt unserer dauerhaften Falle aktivieren werden, um die drei Fallenkarten da wegzuschicken. Und dann
müssten wir dieses Duell eigentlich gewonnen haben, weil wir dann theoretisch unsere beiden Monster, die jetzt in der verdeckten Verteidigungsposition liegen, wieder in die Angriffsposition müssten setzen können. Und dann können wir ihr verdecktes Monster zerstören und der andere greift die Lebenspunkte direkt an. Und dann ist hier Schicht im Schacht. Denn wir sind ja nicht auf Monster beschränkt beim Zurückschicken auf die Hand. Wir haben ja die freie Wahl, zum Beispiel jetzt auch hier die drei Zauber-Fallenkarten wegzuschicken. So, jetzt können wir hier nämlich wieder Flip beschwören und müssten damit dieses Duell eigentlich gewonnen haben. Ich kann jetzt auch ganz auf Nummer sicher gehen. Indem ich den Effekt von Feuerritter Champion aktiviere und Feuerritterin Kavalier auf meine Hand zurückschicke. Jetzt kann ich nämlich eine Karte meines Gegners wieder in ihr Deck legen, und zwar sie unter ihr Deck. Und da wir in dieser Runde noch nicht normal beschworen haben, kann ich Feuerritterin Kavalier, weil es eine Stufe 5 Monster ist, natürlich jetzt nicht rufen, aber ist egal. Weil die Angriffskraft von Feuerritter Champion reicht aus, um sie auszulöschen. Ihre Seite des Spielfeldes ist völlig ungedeckt. You go bye-bye. Tschüss, Mann, Frau. Und als Karte kriegen wir das Wahrsagerritual. Ich bin alles andere als begeistert. Vor allem, wenn ich bedenke, dass wir gegen sie jetzt nochmal kämpfen müssen und natürlich jetzt die Feuerritter nicht mehr zur Verfügung haben, weil wir die ja jetzt schon benutzt haben. Oh, die Vorvorbereitung der Riten haben wir auch gekriegt. Richtig, richtig geile Karte. Sehr nützlich. Ja, wir haben es tatsächlich noch geschafft. Aura ist bezwungen, aber noch nicht besiegt. Das war Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist für heute und ich meinte das eben natürlich komplett andersrum. Ist egal. In der nächsten Folge Moonshadow versus Aura. Ich bin gespannt, ob das vielleicht ein bisschen besser läuft, aber so allmählich geht mir Aura mit ihrer dämlichen Wahrsager Prinzessin Tarot 3 so richtig gehörig auf den Sack. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao.